Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir sind auf dem Weg nach Gostovia. Ich glaube, es ist nicht unbedingt der kürzeste Weg, aber hier kommen wir an einem Spot vorbei, wo vielleicht ein interessanter Wagen liegt. Manchmal liegt er jedenfalls dort. Deswegen gehen wir da mal lang. Da haben wir letztes Mal schon tolle Stiefel gefunden. Dass wir hier endlich diese Treter da loswerden. Also das letzte Mal in der letzten Staffel haben wir da tolle Stiefel gefunden. Hallo Reh. Wegen Wiesenden aufpassen, ne? Den Kollegen dort. Nicht, dass die sauer auf uns werden. Das ist das Letzte, was wir brauchen können. Ach, hier ist ja das Tonfeld. Haben wir jetzt im Herbst schon geguckt, ob da was steckte oder war? Hier ist nix. Manchmal hat man ja Glück und da steckt eine Schaufel oder sowas. Aber das Glück haben wir heute nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ja, in unserer alten Heimat vorbei, ne? Der letzten Staffel haben wir ja hier gesiedelt. Das wäre jetzt by the way auch deutlich einfacher. Leider kein Wagen. Sonst lägt er hier. Da unten. Naja, egal. Wird schon mal wieder irgendwann da sein. Ja, weil wir jetzt natürlich besser auf den Schrägen bauen können. Das ging in der Early Access ja noch nicht. Nicht in dem Umfang. Also da waren solche Schrägen wie hier. Für normale Häuser ging es, aber die großen Gebäude waren da ein echtes Problem. Und das ist ja jetzt mit der neuen Bautechnik, also dass sie dann auf andere Fundamente umsteigen, deutlich besser alles. Hoppala. Muss ich echt aufpassen, dass ich nicht mal irgendjemandem versehentlich die Fresse poliere. Der Unigost. Hi Unigost. Hallo mein Junge, hallo Unigost, lang nicht gesehen. Aber wirklich Rasimir, was ist es dir ergangen? Großartig, ich habe kürzlich Wollrat getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Jordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Und das stimmt. Ehrlich gesagt ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Krestel fragen. Oh, also hast du von ihr gehört. Ja, Wollrat hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anderes erzählen, hat er gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Unigost? Das ist nur sehr seltsam. Warum er das ausgerechnet so sagt. Wirklich seltsam. Kes, ich meine, sie, nun ja, sie gehörte zur Meute und das war's auch schon. Das klingt gerade wie ich, als ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige, das war einfach, ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sie, ihr Thema. Weißt du, Krestel war, haha, ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambor und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand, Reinfall. Kurz gesagt, wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung. Auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um uns auf elegante Art
zu versuchen, also entschieden wir, uns einfach ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten also so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel, Sambo trat mit aller Kraft die Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte, und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ ihren Pfeil fliegen. Ohne zu zögern, Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was? Warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehten Sambo und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen. Als wir ihr unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einem Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu. Ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie, sie hatte niemanden sonst. Und Familie lässt man nicht einfach zurück. Es waren fünf. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das fünfte Pferd war für Wollrad, nicht wahr? In der Tat, sein Name war Klette. Ein Name, der nicht besser zu seinem zukünftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Krestel. Jordan mochte sie anfangs nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Zumindest für eine Weile, denn bald ergab eins das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar, Krestel und Jordan? Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft. Aber beginnt die Liebe nicht so oft? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel, einer Liebesbeziehung. Selbst Sambo wurde das irgendwie klar. Alle wussten es, außer Krestel. Jordan wurde dieses Spiels bald so müde wie er alle anderen. Also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Krestel geheim halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzusehen. Wirklich weh. Besonders, weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebst sie wie deine Familie. Rassimir, ich liebte Krestel vom ersten Moment an, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört. Aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Jordans Schatten hatte das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich. Jahrelang. Bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Nichts jemals einfach schwarz und weiß, lieber Rassimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegten uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Aber ja, es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seine schmutzigen Geheimnisse zu wahren, während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin. Doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigost. Es klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte.
Alles ging bergab, als sie schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine? Ich würde es nicht großziehen, stattdessen als sein Onkel bei ihm leben, eine Lüge leben wie ein Feigling. Die finsteren Gedanken gingen mir in diesem Moment durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld deshalb. Habe ich je etwa insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert? Was ist passiert? Das Kind kam tot zur Welt. An jenem Tag wollte ich mit ihm sterben. Doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts anderes als ein Dreckskerl. Ein Dreckskerl, der seinen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Crestel zurückkehren und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag, alle verzerrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Unigos, es tut mir so leid, ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast, was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, das dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klarzumachen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigos. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir, also habe ich sie nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambor es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst, sag ihr, ich, nein, nichts. Gib auf Acht auf dich. Okay, spannende Geschichte. Dann müssen wir mit Sambor reden. So, hier gibt es doch noch eine Quest. Yaru. Gniva. Du hast auch noch mal eine. How can I help you? Kann ich dir bei etwas helfen? Du siehst aus wie ein bewährter Kämpfer. Kannst du uns bitte helfen? Was geht hier vor? Wo ist das? Liegt das Problem? Nachts können wir ein schreckliches Heulen hören und wir schlafen kaum. Wärst du so freundlich, diese Wölfe loszuwerden? Das kann ich, kein Problem. Dankeschön. Ich will nicht. So, jetzt können wir gerade mal wegen Alwin gucken. Wo geistert denn der rum? Wie viele Wölfe brauchen wir denn? 6? Okay. Da ist der Alwin. 6 Wölfe. Das ist viel. Hi Alwin, mein Freund. Oh, kann ich etwas Feuer in diesen Augen sehen? Worüber denkst du so intensiv nach? Du hast nicht ganz Unrecht. Ich habe vor, eine Zielscheibe aufzustellen. Hilfst du mir dabei? Sicher, habe ich eine Wahl? Diese Frage habe ich nicht gehört. Stroh kann ich uns leicht beschaffen, aber wir könnten außerdem Holzstämme und einen Hammer gebrauchen. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Ich komme mit dem Rest zurück. Okay, kriegen wir hin. Gesundheit. 5 Holzstämme und ein Holzhammer. Das kriegen wir hin. 5 Holzstämme. Easy. Eins, zwei, drei, vier. Da ist der Baum. Dachte gerade, so ein gefällt.
So, Hammer. Perfekt. Alwin. Alwin, mein Kumpel. So, bitte sehr, wie geht's nun weiter? Ich war schon den richtigen Ort, komm mit. Es trottelte vor uns her. Wölfe. Ah. Da habe ich so gar keine Lust drauf, aber na gut, muss sein. Irgendwann müssen wir. Da müssen wir noch zusammenbohren, aber das eilt ja nicht, das hat ja Zeit. Das ist ja die Quest, die über viele Jahre geht. Das die perfekte Stelle, was denkst du? Sieht gut aus, was kommt als nächstes? Zunächst werde ich das Schießen üben. Wenn du Zeit hast, kannst du mir zeigen, wie du es machst. Du bist definitiv besser da drin. So. Sprich mit Alwin. Hallo, mein Schießgeselle. Schau zu und lerne. Ich denke, 20 Meter Entfernung von der Zielscheibe sollten reichen. Zeig mir, was du kannst. Wie viel sind 20 Meter? Elf, 20 Punkte müssen wir erreichen, okay. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Schüsse oder sowas, ne? Aber wir müssen insgesamt mit einem Schuss 20. Okay. Achtzehn Komma acht. 20,7, jawoll. Ich muss erstmal meine Pfeile wiederholen. Gute Kupferpfeile. Alwin. So wird's gemacht. Wenn du nur so bescheiden wärst, wie du gut im Zielen bist. Ich kann nicht beides sein. Ich werde viel üben müssen, bevor ich es wirklich mit dir aufnehmen kann. Aber sei bereit. Bei unserem nächsten Schießwettbewerb werde ich es dir nicht mehr so leicht machen. Die Herausforderung nehme ich an. Bis zum nächsten Mal. So. Warte bis zur nächsten Jahreszeit. Jetzt würde ich aber gerne noch Dung und Roggensamen kaufen. Wo ist denn hier Edwin? Edwin, unser guter Kumpel. Händlerin, Adelina. Noch was, was ich bauen kann? Speere könnten wir noch. 2 Speere machen wir gerade noch. Kann ich dann verkaufen. Hello there. Zeig mir mal bitte deine Waren. Das Met kannst du haben. Die Riesenschirmlinge kannst du auch mal haben. So, und dann haben wir noch 2 Speere. Die kriegst du auch. Sehr gut. Mach's gut. Goodbye. So. So bei mir. Ich bräuchte eigentlich Edwin. Marold hat noch eine Quest. Kann ich dir bei etwas helfen? Welcome. Ja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen, junger Mann. Ich bin alt und kann selbst keine Werkzeuge mehr herstellen. Kannst du mir eine Axt besorgen? Ich kümmere mich drum. Wo ist denn Edwin?
Adelina? Wildburger? Kein Edwin? Treibt er sich noch auf dem Feld rum? Ungewöhnlich wäre das. Oder ist er schon pennen gegangen? So bei mir ist auf dem Weg pennen zu gehen. Na, da will nicht mehr mit mir reden. Mist. Was braucht er denn? Tagebuch. Neue Axt. Eine Steinaxt. Eine einzelne Steinaxt. Das kriegen wir hin. Wie viele Stöcke haben wir? 9. 2 Steine sollten sich hier auch noch finden lassen. Hier waren eigentlich immer viele Steine. Stein, Stein. Ah, ich brauche 10 Stöcke. Stimmt. Axt. Axt, nicht Messer. Der kleine, aber feine Unterschied. So, kann ich die noch abliefern? Tagebuch. Oder pennt er schon? Hä? Ach, da bist du. Du hast Nachtwache. Okay, hier ist die Axt, die du wolltest. Danke dir vielmals. Aus meiner Handwerkerzeit früher kenne ich noch ein paar Tricks, die ich zeige ich dir. Okay. Stomia. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, dann machen wir ein Feuerchen. Und gehen mal pennen. Wie lange habe ich denn Zeit für die Wolfsquest? Verfällt. Ach, 3 Jahreszeiten, bis die verfällt. Okay, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Da haben wir 16 Jahre. Und das sind 3 Jahreszeiten. Da haben wir 18 Jahre. Da haben wir sowieso unendlich Zeit. Gut. Also wir sind da nicht im Zeitdruck. Könnte ich natürlich auch geschwind heimlaufen, ne? Wäre vielleicht auch nicht der größte Fehler. Gehen wir auf ziemlich direktem Wege. Weil da muss ich ja... Ach doch, ich wollte ja... Dings kaufen. Das wäre ein Fehler, wenn wir heimlaufen. Gucken wir mal, ob wir hier ein Feuerchen machen können. Zu dicht am Dorf. Boah, wie groß ist denn das hier? So, dann pennen wir mal. Ich brauche ja noch... Oh, jetzt regnet's. Ich brauche ja noch Saatgut und all so Dinge. Habe ich noch Suppe? Nein, habe ich nicht. Dann gucken wir, dass wir schnellstmöglich Saatgut und das und Dünger kriegen vom Edwin. Also Dünger kriege ich von Suppe mir, das ist nicht das Problem, aber... Saatgut brauche ich und das kriege ich vom Edwin. Bertha. Oder ist der Edwin gar kein
ist Edwin, oder? Osmund. Adelina. Toboniga. Wir haben doch Edwin schon getroffen. Wolfram. Verstehe ich gerade nicht. Wo ist mein Edwin? Können gerade mal beim Sobe mir dann Dünger auf jeden Fall. Nee, Marold ist das. Bei dir kann ich ja kein Saatgut kaufen, ne? Sagen wir mal deine Waren. Ne, Mehl und Mohn. Das will ich aber alles nicht. Mach's gut. So bei mir. Hi, so bei mir. Zeig mir mal deine Ware. Dung krieg ich von dir, ja. Da können wir knapp 30, 35 Kilo. Oh, wir können alles mitnehmen. Nehmen wir alles mit. Einmal mit saurer Milch, das brauchen wir jetzt nicht. Vielen Dank. So, ein Edwin hätte ich jetzt nur gerne noch. Du, wo kriege ich denn... How can I help you? Wo finde ich... Händler... Landwirtschaft, Landwirt. Ach so, hier steht doch Rolnica Gustovia Denica. Danke. Have a good day. Da ist Edwin. Wusste ich doch. Hallo Edwin. Zeig mir mal deine Waren. So, versteckst du dich hier einfach? Da könnte ich noch Dünger, Dung abkaufen. Ne, Apfelbaumsetzlinge will ich nicht. Fünfzehn. Kann man komplett kaufen. So, und dann brauchen wir noch Roggen. Roggen. Kostet genauso viel wie Roggenkorn. Oh, wir sind zu schwer. Kann ich dir noch irgendwas verkaufen? Holzschalen zum Beispiel. Stöcke. Federn. Die Bronze-Axt. Nee. Aber wir sind vom Gewicht her auch okay jetzt. Gut, danke. Have a good day. So. Roggenkorn. Roggen habe ich deswegen genommen, nicht Roggenkorn. Weil wir so in der Lage sind. So, dann könnte ich ja auf das eine Feld auch gleich noch Roggen ansehen. Roggen und am nächsten Jahreszeit ein Hafer. Stimmt. Muss ich noch ändern. Verwaltung machen wir direkt mal. Feld 2, dann können wir das eigentlich komplett auf Roggen umstellen. Das andere kann ich nämlich erst im Frühjahr. Und bis dahin ist der Roggen reif. So. Müssen wir aber heim was essen. Und ja, müssen wir noch ein bisschen jagen. Das machen wir aber nicht heute. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen noch um unser Dorf. Sonst haben wir alle Quests erledigt, ne? Das da oben. Na, sonst haben wir alle erledigt. Sehr schön. Für die haben wir noch Zeit.
Da haben wir dauerhaft Zeit. Für die haben wir 18 Jahre Zeit. Für die haben wir 16 Jahre Zeit. Und für die haben wir 3 Jahreszeiten Zeit. Das geht klar. So. Gucken wir mal, dass wir heimkommen. Dachte, da wäre... Ja, wir sind richtig. Dann können wir da hoch und dann da... Passt. Trinken wir gerade einen Schluck. So, dann muss er nochmal gucken, dass wir eine Näherei jetzt bauen, ne? Weil wir, wir müssen, Winterklamotten nähen. Ich habe keine. Früher hat man die ja bei einer Quest gekriegt. Diese Quest gibt's nun nicht mehr. Die war ja im Zusammenhang mit der Unigos-Quest oder Unigos-Geschichte. Dass man dort nach Denica musste, um den Dagobert vor Wölfen zu warnen. Das ist ja hinfällig, die gibt es ja nicht mehr. Stattdessen hat man jetzt diese umfangreiche Unigos-Geschichte mit allen möglichen Leuten. Bin mal gespannt, wer diese Christel, wer die ist. Die wirklich so hübsch ist. Den hatten wir ja schon, ne? Wahrscheinlich schon. Wir sind ja schon zigmal dran vorbeigekommen. Und haben wahrscheinlich fast jedes Mal geguckt. Nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal. So, nehmen wir wieder die Abkürzung. Gucken, dass wir heimkommen. Wie gesagt, Näherei müssen wir unbedingt machen. Und deswegen habe ich das, den Roggen und nicht das Roggenkorn genommen, dass ich Stroh krieg. Weil den kann ich jetzt dreschen und dann kriege ich Stroh davon. Und der kostet das gleiche wie das Roggenkorn. Hat auch den gleichen Ertrag. Einziger Unterschied ist halt, ich muss ihn dreschen. So, nun müssen wir was essen. Da können wir uns dann auch noch ein bisschen drum kümmern. Und die Näherei brauche ich, ja. Eine Näherei. Hier wollte ich ihn was essen. Kohlsuppe. Nehmen wir mal 2 mit. Wir sind zu schwer. Hab aber nicht wirklich was ich jetzt hier lassen könnte, ne? Na gut. Dann sind wir zu schwer. Die Holzteller kann ich hier lassen. Solange wir keine Küche haben, brauche ich die sowieso hier. Oder Holzschalen vielmehr. So. Erledigt. Dann muss ich heute Abend noch mit meiner Frau reden. Ah, hier waren sie fleißig. Sehr gut. Dann gucken wir, dass wir Roggenkorn kriegen, dass wir Dünger kriegen. Bis dort, dann gehe ich gerade hier hin. So, machen wir gerade 72 Roggen. Geht ja schnell, das sind 72 Sekunden oder so, nicht mal. Doch, ist ungefähr eine Sekunde pro Vorgang. Also etwas über eine Minute, das sollten wir überbrückt kriegen. Und dann haben wir
den nötigen Roggen, dass unsere Dame das säen kann. Und Karottensamen brauche ich, glaube ich, auch noch, ne? Ich muss mal gucken, was ich auf dem Feld alles säen wollte. Was ich da noch an Saatgut brauche. Weil die muss das ja auch noch einsäen, ne? Sonst muss ich das ja wieder alles selber machen. Und das will ich ja nicht. Unserer anderen Dame kann ich dann noch den Auftrag geben, dass sie Dünger macht. Ist zwar nicht ihr Lieblingsjob hier in der Scheune, aber geht. Muss. Ich habe gerade nichts anderes für sie. So. Roggenkorn. Perfekt. Dung machen wir auch hier rüber. Dann kann sie nämlich auch Dünger aus Dung machen. Scheune. Was fehlt euch denn? Sichelsense. Haben wir doch. Braucht ihr gerade nicht, ne? Haferkorn, da hast du kein Material mehr. Okay. Dünger darfst du machen. Aus Verdorbenen und dann noch Dünger aus dem anderen. Dann bist du erstmal gut beschäftigt. Sehr gut. Dann gucke ich hier gerade. Weizen war hier, glaube ich, noch drin, ne? Flachs. Flachs haben wir noch so viel. Genau, den Weizen kann ich noch. Karottensamen haben wir. Kohlsamen haben wir. Roggenkorn, Zwiebelsamen haben wir auch. Sehr gut. Die paar machen wir gerade. Stellt euch vor, dass wir jetzt mit einem Schlag alles fertig. Das fände ich doof. Würde mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Weizenkorn kommt auch hier rüber. Perfekt. So, dann können die Mädels arbeiten. Und wir haben Stroh, das heißt, ich kann mich mal um meine Näherei kümmern, ne? Was brauchen wir denn dafür? Bauen kann ich die doch schon, oder? Landwirtschaft, Produktion, Näherei, jawohl, ist freigeschaltet. 8 Holzstämme brauchen wir dafür. Das kriegen wir hin. Wo ist denn hier unsere zweite Dame? Achtmal Holz. Heißt, 3 Bäume müssen wir fällen. Sehr schön. Einmal Holzstamm. So. Sechs haben wir. Ich hab ja doch. Ach, du bist das, ne? Feld. Zweige nehmen wir auch mal gleich mit. So, die Näherei würde ich auch mal hier hinbauen, irgendwie so. Ich brauche einen Hammer. Wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, wäre ich auf die 3 gewechselt. Dann wäre der Hammer nämlich direkt dort gewesen. So, Näherei. So, die würde ich hier schön daneben bauen. Hier so in die Bäume rein, glaube ich.
Genau, perfekt. Was brauchen wir? Stroh. Ne, Stöcke. Oh, eine ganze Menge Stöcke. Den können wir noch fällen. Dann mache ich vielleicht auch den Stamm noch raus bei Gelegenheit. Breitwegerich nehmen wir auch gleich mit. Werden wir auch immer mal wieder brauchen. Stöcke sammeln wir auch gleich ein. Da brauchen wir auch noch eine Menge. Hallo? Zweige, Zweige. Zweige, Stück. Sehr gut. Ums. Gucken wir mal, ob das eine Dachhälfte oder ein Dachviertel ist. Viertel, shit. Hälfte wäre mir lieber gewesen, aber na gut. Ist halt so. Dann brauchen wir noch 1, 2, 5 Holzstämme. Haut das hin? Gucken wir gleich mal. So. Ja, 5 würde ich sagen. Also 2 Bäume müssen wir noch fällen. Stehen noch 2 dicht beieinander. Da sind auch noch ein paar. So. Die stehen auch noch dicht beieinander. Hier sind ja keine Beeren, ne? Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe sie vertrieben. Und wir stinken. Baum fällt. Holzstamm, Holzstamm, Holzstamm. Das ist auch eine süße kleine Insel. Man da auch drauf bauen kann. Wäre ja auch mal spannend, ne? Oh, da müssen wir auch noch. Das hatte ich nicht gesehen. So, dann können wir uns aber vielleicht auch unser... unsere Kleidung nähen lassen. Weil die eine hier, die wir als Landwirtin eingesetzt haben, die ist ja eigentlich gut im Craften. So, gucken wir gerade mal. Die... Genau. Nee, Scheunenknecht. Genau, sie ist nämlich gut hier im Crafting. Deswegen nehmen wir sie da mal raus aus der Scheune und packen sie in die Näherei. Produktion nähern. So, dann wird sie schon mal glücklicher sein. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir Jagd braucht was. Kein Werkzeug, okay.
Näherei, da müssen wir natürlich jetzt noch was beauftragen. Leinengarn. Ist noch gesperrt. Ich müsste vielleicht... Achso, hier wäre ich ja richtig. Technologie muss ich mal freischalten, ne? Näherei. Leinengarn brauchen wir auf jeden Fall. 300 Münzen haben wir. Säckchen würde ich gerne kaufen. Pelzumhang. Pelzumhang ist doch schon mal gut für den Winter, ne? Plus 20 Kälteschutz. Kaufen wir. Habe ich eigentlich kein Geld mehr? Also keins mehr dabei? Oder habe ich so generell keines mehr? Hier noch Geld? Ja. Sehr gut. Dann können wir noch ein bisschen was kaufen. Pelzschuhe brauchen wir nämlich. Dicke Lederhandschuhe. Ist auch nochmal Kälteschutz. Einfacher kleiner Rucksack. Hose mit Manschetten. Nehmen wir auch mit. Sattel. Kleine Gürteltasche habe ich, glaube ich, ne? Rucksack, den kann man nämlich gut verwenden, um... So, mehr Geld haben wir nicht. Jetzt können wir das Ganze hier noch verwalten, dass die gute Dame auch was tun kann. Leinengarn mache ich dir. Du darfst mal Pelzumhang machen. Hose mit Manschetten. Pelzschuhe. Ah, da darfst du ruhig ein bisschen mehr machen. Weil ich brauche das bald. Da auch ein bisschen. So, dicke Lederhandschuhe. Ah. Mach mal einen halben pro Tag. Zwei Tage haben wir ja auf jeden Fall noch. Und da auch einen halben pro Tag. Dass wir noch die Handschuhe machen können. Winterkleidung geht gerade ziemlich vor. So, da auch einen halben pro Tag. Dann darfst du noch Rucksack machen. So, sehr gut. Einen pro Tag. Mal gucken, was die Dame Leinengewebe und sowas kriegt. Ach, sie macht sich auf den Weg. Da bist du mit Sicherheit froh, dass du dem Mist und so entronnen bist, oder? Denke ich mir. So, jetzt brauchen wir Flachs. Das machen wir jetzt, mache ich jetzt komplett. Es passt nämlich, dass jetzt die Folge zu Ende ist. Dann kann ich hier Flachs dreschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.